wieder auf dieser Insel und wieder gestrandet. Besser gesagt, immer noch. Wir sind dabei, das Lagerfeuer endlich fertig zu bauen. Und dabei, alles hier in Kleinholz zu verwandeln. Ich weiß gar nicht, warum der immer diese Bären nimmt. Wenn ich die Steinschleuder nutze. Geht alles so schnell kaputt? Ich glaube, das ist mit Absicht gemacht, damit man hier nicht so lange... Außer rein theoretisch könnte ich einen Köcher bauen. Köcher, mir egal. Ich glaube, da kam mir gerade so ein Vieh entgegen. Nee, die Kaffeeköcher... Böser Trichina-Affe. Ein Glück finde ich nicht schlecht. Der hat, glaube ich, gerade gelacht. Jetzt lacht er nicht mehr. Ehrlich gesagt mag ich die Insel aber noch viel lieber als die da. Oh. Als... Ich muss mal auf mein Leben achten langsam. Als die da drüben. Köstlicher Affe. Weil die Skorpione machen mir einfach ein bisschen Angst. Wenn ich mich jetzt vor dem Gift schützen könnte, wäre das kein Problem, aber kann ich ja nicht. Ach, ich kann ja auch keinen Einbaum bauen. Ich habe keine Baumstämme. Ah doch, die müsst ihr eigentlich irgendwo herkriegen hier. Da ist ein Baum. Wieso kriege ich hier eigentlich immer nur einen Ast raus? Was ich eigentlich noch sagen wollte, ich habe mir mal die ganzen Scripts angesehen von der Karte 50 Days und da ist mir Folgendes aufgefallen, nämlich am Altar des Donners gab es eine Stelle, wo wenn man da gegraben hätte, hätte man verschiedene Sachen halt gekriegt, zum Beispiel ein Kristallschwert, das enorm Schaden gemacht hat. Ich weiß nicht, woher man das wissen soll, also wenn man sich nicht die Scripts anschaut, dann kann man das glaube ich auch gar nicht wissen. Und ich habe mal wieder... Wie so üblich etwas überlesen. Ist ja nichts Neues bei mir. Und jetzt möchte ich diese Feuerstelle fertig kriegen, die mir so gut wie gar nichts bringt, weil ich keinerlei Baumrinde habe, um ein Feuer zu machen. Feuersteine habe ich, glaube ich, gesehen und die habe ich liegen lassen, ich Trottel. Da habe ich nicht so weit gedacht. Nein. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen mitzählen. Gut. Sag nicht, ich muss jetzt ein Lager bauen. Ich muss ein Lager bauen. Baustelle angelegt. Eigentlich will ich ja nur diesen scheiß Einbaum haben. Ich hätte das alles schon drüben bauen können, dann hätte ich hier bequem rumfahren können. Ah nein, soweit denke ich ja wieder nicht. Ach, ich habe Rinde. Gut. Ich weiß gar nicht, dass es hier von den Kriegern. Da will man sich nicht beschweren.
noch ein paar... Nein, habe ich nicht. Los. Hey, Rio. Es hat geklappt. Oh, beim ersten Mal gleich. Recht selten. Eigentlich müsste es vielleicht auch ein bisschen an Gewicht verlieren. Wenn ich mich recht entsinne, beim Braten gehen ca. 20% des Gewichts verloren. Der wiegt 300 Gramm, bei dem geht glaube ich auf 250 runter. Genau. Da kann ich mich wenigstens mal wieder heilen. Ich habe so viele Lianen im Inventar. Ich habe eigentlich gedacht, das ist eine ganz normale Karte hier, aber... Ich habe nicht mehr genug Platz. Dass man dann keinen Platz mehr hat, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber 8 ist ganz okay. Ich glaube, ich werde demnächst mal ein paar Blätter auspressen müssen. Jetzt habe ich hier ein Wasserproblem. Mama. Anscheinend spawnt er jedes Mal an jedem Tag einen Affe mehr. Ich hoffe, das wird uns jetzt ein bisschen retten. Kein Platz mehr. Böser Affe. Doch so grimmig. Ich glaube, wir tun dem Gefallen, wenn wir ihn töten. Der ist lieb. Der darf leben. Ich spare mir das Wasser mal lieber, vielleicht brauche ich es noch. Und ich sehe saftige, frische Beeren. Die Früchte des Zorns. Stein? Ich habe keinen Platz mehr. Ui, das ist aber effektiver als ich dachte. Komm mal her. Eine Superschleuder. Ach, die Zähne schenke ich euch. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Ich dachte gerade, da wächst eine Handpflanze. Nee, die will ich nicht.
habe nicht mehr genug Platz. Ach so. Naja, sind wenigstens die Pflanzen erstmal weg. Haben wir jetzt genug Platz? Ja, das reicht. Hoffentlich ist es mehr als einer. Ich frage mich, ob das so gemacht ist, um einen hier zu ärgern, weil man hier einfach die Rohstoffe nicht mehr hat, um das alles zu bauen. Kann diese Bombe überhaupt drin? Ja, das sieht ganz danach aus. Ach, hier ist noch mehr Holz. Nicht genug Platz. Tut mir leid, ich muss Prioritäten setzen. Vielleicht wird ja auch täglich immer was Neues hingespült. Das wäre natürlich super. Da wäre es natürlich doof, die Dinger abgerissen zu haben, aber ist mir auch egal. Ich hätte das Getreide vom Anfang mitnehmen sollen, aber das, woher sollte ich das wissen? Jedenfalls ist die Insel zumindest jetzt einigermaßen bewohnbar geworden. Wenn diese scheiß Haie nicht wären. Wieso hat der Penner nicht einfach nur einen weiteren Weg gebaut? Und was mich noch mehr interessiert, wohnt der auf dieser Villa Löwenstein? Oder ist das einfach nur ein leeres Gebäude? Und warum gibt es hier zwei Quellen? Gibt es dann wieder zwei... Ja, es gibt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, um weiterzukommen, aber... Das macht die Karte ja dann riesig. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht, dass es dann so... nochmal ausartet im Nachhinein. Ich dachte einfach nur, das ist so... Ja, mach da ein bisschen was und bla 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 und... Wer hätte gedacht, dass sie sich so viel Mühe nochmal geben? Dann mache ich jetzt am besten den schwereren Weg zuerst und dann irgendwann später kann ich ja den leichteren Weg noch nehmen. Ja, da ist leichter zu erreichen als die. Und da gehe ich wahrscheinlich auch nochmal dann hin. Ja, ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Oh, ich trinke einfach mal einen Schluck auf euer Wohl. Denn jetzt könnte ich mich auch von Fruchtsaft ernähren teilweise. Flüssignahrung, Bier habe ich ja nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Ciao.